Mit welcher Frist muss der Arbeitgeber eigentlich Kurzarbeit ankündigen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und beschäftige mich mal heute mit der Frage, mit welcher Frist der Arbeitgeber eigentlich Kurzarbeit ankündigen muss. Da müssen wir zunächst einmal gucken, ob der Arbeitgeber überhaupt vom Arbeitnehmer Kurzarbeit verlangen kann. In den meisten Fällen, die mir zurzeit auf den Tisch kommen, kann der Arbeitgeber das gar nicht. Es werden dem Arbeitnehmer Vereinbarungen auf den Tisch gelegt zur Unterschrift. Das ist das beste Indiz dafür, dass der Arbeitgeber gar keinen Anspruch gegen den Arbeitnehmer hat auf Durchführung der Kurzarbeit. Der Arbeitnehmer muss sich gar nicht einverstanden erklären. Trotzdem werden im Moment sehr hektisch von den Arbeitnehmern diese Vereinbarungen unterschrieben. Viele begehen dabei einen sehr großen Fehler. Wenn Sie so eine Vereinbarung unterschreiben, dann müssen Sie in diese Vereinbarung gucken und da sehen Sie dann die Ankündigungsfrist. In der Regel hat man bislang immer, ist man bislang immer so davon ausgegangen, so war mir das immer bekannt, dass eine Ankündigungsfrist von 3 Wochen angemessen ist. Wir werden jetzt aber in den meisten Vereinbarungen finden, dass in besonders eiligen, dringenden Fällen die Kurzarbeit auch kürzer, mit kürzerer Frist angekündigt werden kann. Eine Woche habe ich öfter gesehen und teilweise auch 3 Tage. Öfter habe ich auch unbestimmt gesehen, also sozusagen normalerweise eine Woche und in dringenden Fällen, Klammer auf Corona, Klammer zu, auch kürzer. Das würde ich so allgemein für unwirksam, weil zu unbestimmt halten. Es muss zumindest irgendeine Frist von so und so 4 Tagen genannt werden. Ob man dann wirklich eine 3 Tage oder auch eine Wochenfrist für also für wirksam erhält, auch selbst wenn das im Vertrag so drin steht, das müssen Gerichte später überprüfen. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Ich würde sagen, mit einer 3-Wochen-Frist, die dürfte wirksam sein. Alles, was darunter ist, wird man sehen, wie die Gerichte später damit umgehen, kann ich im Moment schwer sagen. Auf jeden Fall sollten Sie, bevor Sie sowas unterzeichnen, sich natürlich überlegen, ob das wirklich das ist, was Sie wollen. Dann gibt es bestimmte Betriebe, in denen ist Kurzarbeit schon früher mal ein Thema gewesen. Dort gibt es Betriebsvereinbarungen bzw. Tarifverträge, wo Kurzarbeit geregelt ist. Dort gelten dann auch diese Fristen. Die sind in der Regel wirksam. Da kann man sich etwas schwerer, deutlich schwerer auf eine zu kurze Frist berufen, weil die Gerichte davon ausgehen, wenn das die Tarifparteien oder wenn es in einer Betriebsvereinbarung ist, der Arbeitgeber und der Betriebsrat miteinander vereinbaren, dann ist da ja ein Kontrollorgan, die werden schon wissen, was sie tun. Ja? In diesen Fällen kann man also eher von einer Wirksamkeit auch einer kurzen Frist ausgehen, als wenn das im Arbeitsvertrag erfolgt. Manche Arbeitgeber ordnen einfach auch ohne Grundlage Kurzarbeit an. Da ist es dann so, das müssen sie natürlich nicht machen. Wenn sie es aber stillschweigend machen, dann wird man so eine Art konkludente Vereinbarung annehmen. Dann können Sie sich gegen diese Kurzarbeit in der Regel dann im Nachgang jedenfalls nicht mehr wehren, möglicherweise aber gegen Anordnungen in der Zukunft. Schwieriger für die Leute, die jetzt unbefristete Vereinbarungen unterzeichnen für die Arbeitnehmer, die sind dann dauerhaft an diese Vereinbarungen gebunden. Das heißt, da kann dann auch später wegen aller möglichen anderen Sachen in Zukunft Kurzarbeit verhängt werden. Aus meiner Sicht sehr fatal, was viele da jetzt unterschreiben. Ich empfehle, wenn Sie so eine Vereinbarung bekommen, unbedingt vorher Rechtsrat einzuholen. Überlegen Sie doch bitte vorher, was das Ganze bedeutet, bevor Sie sich da in eine nicht rückgängig zu machende Situation für den Rest Ihres Arbeitslebens, jedenfalls bei diesem Arbeitgeber, begeben. Sie werden auch bei neuen Arbeitsverträgen zukünftig vermutlich immer solche Regelungen zur Kurzarbeit finden. Ich habe meine Muster auch überarbeitet, denn es wird künftig eben quasi ein Kunstfehler sein, wenn man sich auf solche Situationen im Arbeitsvertrag als Arbeitgeber bzw. als der den Arbeitgeber beratende Anwalt nicht vorbereitet hat. Soweit, wenn jemand die Kurzarbeitervereinbarung nicht unterschreibt, dann darf er deswegen nicht gekündigt werden. Wer eine Kündigung bekommt, kann hier die kostenlose unverbindliche Hotline bei uns nutzen. Sprechen Sie mit mir über die Erfolgsaussichten einer Abwehr der Kündigung, beziehungsweise wie man wenigstens noch eine möglichst hohe Abfindung herausholt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch.
Abonnieren Sie gerne den Kanal, drücken Sie gerne auf die Glocke, dann bekommen Sie Nachrichten, im Moment zweimal am Tag ein neues Video zum Thema Corona und Arbeitsrecht, Corona und Mietrecht. Da gibt es auch ganz spannende Entwicklungen, über die ich berichten werde. Danke. Tschüss.